du dir das zu? Ja, ich traue mir das zu. Willkommen zurück übrigens. Du kannst mit RB schneller. Los, los, lauf, Stampe, lauf. Na. Wollen wir ja mal nicht unfreundlich zur Dame hier werden. Ich höre sie hinter mir, das macht mich nervös. Ich hasse Spiele, wo ich unter Zeitdruck bin. Ah, oder ja. Allgemein unter Druck. Ja. Da musst du Duke Nukem ja auch hassen. Weißt du warum? Der steht auch unter Druck. Am Anfang ist er pissen. Ah, ja. Aha. Ja, komm, so schlecht war der nicht. Doch. Ach, hier, wir sind hier, glaube ich, so im Trainingsraum von denen, oder? Schaut so ein bisschen könnte, so. Könnte hinkommen, so. Also sieht schon so irgendwie aus. Und jetzt Endspurt. Endspurt. Und auf dem letzten Meter kriegst du einen Kartenschlag ins Genick. Ja, das war so, wie wo ich in einen Raum reingerannt bin und da Haley mich erwischt hat. Drück drauf. Und jetzt sieht man so noch so einen Faustabdruck hin durchs Metall. Ja, wie bei Dead Space, dann ist die Hand ab. Macht der Lift so zu und die Hand wird abgeschnitten und bleibt hier so drin liegen. Und alles voller Blut. Von wem? Von dem Typen, der uns verfolgt hat. Wieso verfolgt er dich? Weiß ich nicht. Wieso nicht der nein, ich meinte hier. In Dead Space ist so ein komisches Viech, was in die Lifttür geht. Oh. Ich will hier raus. Nein. Du willst lieber drin bleiben. Springen. Tür? Ach was, wir brauchen keine Tür. Türen sind überbewertet. So, wo müssen wir jetzt B. hin? B. Na gut, da müssen wir hin. In Richtung B müssen wir. Ja, so macht das Spiel auch mal Spaß, wenn man hier nur rennen muss. Trotzdem hasse ich Zeitdruck. Ja, ich auch. Na, der trifft uns nicht. Der trifft uns nicht. Niemals. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber okay. Hat im Prinzip dann doch geklappt. Was hat er da gesagt? Keine Ahnung. B. Da. Ah, ja. Okay. Danke, das habe ich selber gesehen. Im Zweifelsfall B. Ja, Geronimo. Und im letzten Moment geht die rote Farbe weg und du stirbst. Lass dich mitnehmen. Nee, ich glaube, du musst da oben drauf. Oh. Und die sind auch schon da. Da wollen auch ein paar da oben drauf. Ich hasse KI-Gegner, die so gut sind wie ich. Nee, die wollen nicht. Was? Aua. Eine Waffe? Oder? Ja, die haben irgendeinen Knüppel aus dem Sack. Wie komme ich denn da hoch? Jetzt ohne Scheiß, wie komme ich an das Ding ran? Das ist viel zu hoch. Mach mal B. Keine Ahnung. Nö, so komme ich da nicht da, ran. Da. Dann gehen wir besser da rum. Na, nein. Oh Gott. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Boah, nee. Das, wenn das nicht gescriptet wäre und es wirklich auf den Zufall drankommt, ob da jetzt eine U-Bahn kommt, eieiei. Ja. Bei dir wäre sie auch gekommen. Aber etwas später. Oh. Circa 10 Sekunden. Na, 2 Sekunden später. Hm. Dann hätte es so. Lauf, Fatey, lauf. Das war gerade sehr zweideutig. Ja, komm, warum, Fatey. Die springt überhaupt nicht, warum läuft die nur? Weiß ich nicht, weil sie auf ebenen Dächern läuft, zufällig gerade. Oh. Überspringen. Aber bitte, stürm da nicht einfach. Ja, das kenne ich. Jetzt müssen wir... Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Na gut, dann suchen wir uns mal einen Weg, da heimlich reinzukommen. Schauen wir mal weiter. Oh Mann, ich muss abgeben. Ich muss das Ding hier abtreten an den guten Jokers. Er möchte auch mal spielen. Natürlich möchte ich auch mal spielen. Warte, ich habe diese Szene schon mal gesehen. Ja, ich nicht. Für mich ist aber das leider alles weiß neu. Ich nicht mehr wo. Da drauf. Ja, das so weit schaffe ich jetzt. Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Faye. Schnell, bevor er weiterfährt. Von wem er fährt erst weiter, wenn ich da bin. Von wem redet er? Vom LKW. LKW? Ich habe keinen LKW gesehen, aber gut. Tschüss. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ja. Nee. Siehst du, dass du da lagen musst? Ja, man muss darüber springen. Okay. Es ist so. Glaub mir. Na gut, wenn du es sagst. Wow, knapp. Ich meine natürlich grandios, gemacht. Nee, andere Seite. Nein. Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Da hing sowas Rotes, Langes raus. Sowas Rotes, Langes, Stangiges. If you know what I mean. Nee, keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Warum denn nicht? Und hopp. Hopp.
Nein. Nee, nee. Hättest du Wallrun machen können und dann so rüber. Jetzt fang nicht an, wie ich zu reden. Du musst deine Wallrun machen. Hallo, ich muss da hoch. Mein Wallrun, bevor er dich macht. Das hört sich irgendwie stark nach einer Werbung an. Echt? Cool. Also wie? Ich fühle mich geehrt. Hier hoch, nee, hier gar nicht. Du musst auf die rechte Seite gehen. Dort musst du... Ah, nein. Du musst an der Wand entlang laufen. Dann musst du abspringen, sobald du das richtige Ende erreicht hast. Ich glaube nicht, dass du auf dieses Ding da gehen kannst. Ich glaube es erst, wenn ich nicht drauf komme. Du kommst nicht drauf. Da, siehst du, was ich... Und jetzt... Das hat man sogar so richtig schön gesehen jetzt. Mensch, Junge, was machst denn du bloß wieder heute? Sehr schlimm mit dir. Oh, das war aber gut, Olivia. Ah ja, das wollte ich auch betonen. Tschüss. Hm. Ich bin dann mal weg. Wie viele Möglichkeiten gibt es an dieser Stelle zu sterben? Jokic beweist es uns. Oder? Ja. Doch, aber immerhin hört man Möwen. Ich weiß jetzt nicht, was das wirklich zum Sinn beiträgt, aber... Ist der Möwen. Man hört Möwen. Oh Gott. Warum ist da oben diese rote Stange, wenn sie nichts bringt? Vielleicht kann man sie benutzen, aber es gibt Alternativwege. Oh, wir haben einen alternativen Weg in diesem linearen Spiel freigeschaltet. Wir sind so gut. Achievement get, make the impossible. Ne. Hallo? L. Oder springen. Ja, das hat sich jetzt gelohnt und hier muss ich jetzt rein. Was ist da Tolles drinne? Ich? Außer dir. Kartons. Katatonga, Katatonga. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Waffen. Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich dahin aufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Da sind eine Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Oh ja, es sind eine verdammte Menge Cops. Ich wollte sagen, die haben uns gemalt da. Sehr schön, oder? Irgendwie werde ich aus diesem LKW raus. Jetzt schon. Guck mal, die Schatteneffekte hier. Ja, das ist geil. Das können wir aber besser entwickeln, ne? Tja. Auch 2009 sah das nicht gut aus. Sieht aus, als wäre da irgendwie so ein Wasserfleck, der gerade durchweicht. Tja, vielleicht ist es ja ein Wasserfleck. Vielleicht sind wir gerade mit dem LKW ins Wasser gefallen und langsam sickert das Wasser rein. Guck mal, ich knutsche die Wand ab. Machst du das sonst doch auch immer. Oh ja, jetzt befinger ich mich selber. Ich will hier raus. Thema wechseln. Ja, ich will hier auch raus, eindeutig. Kannst du ihm irgendwie entwaffnen? Tja. Nee, aber man kann es. Nur ich nicht. Ja, man kann es, aber du kannst es nicht, ja. Das ist. So viel zum Thema Shooter-Passagen. Die reden die Japanisch oder reden die Japanisch? Ja, Deutsch reden sie nicht gerade. Ypsilon. Ja gut, so geht's auch. Ypsilon, hättest du die Waffe von ihm genommen. Ich hab grad nicht dran gedacht, tut mir leid. Tut mir ja leid, ne? Sperrverbrechen. Ich finde, die Tür könnte auch gleich aufgehen. Ich meine, das hatte... Die müssen aber noch ein bisschen nachladen. Die müssen das Level noch laden. Warte, gleich haben sie es geladen, das Level. Warum geht die Tür eigentlich so plötzlich auf? Vielleicht... Ah, wie hast du das gemacht? Ihn gleich von mit hinten von Y. Ne, ihn gleich von hinten mit Y meine ich. Oh. Ich sag's doch, das wird eine heftige Shooter-Passage. Also da durchzukommen ohne zu schießen? Man kann, es gibt einen Weg, der außen rum führt. Ah, was? Ey, neue Waffe. Shotgun? Und was ist das? Ja. Ja, Shotgun. Und jetzt muss ich aber hier lang. Ja, nach oben. Da ist ein Rohr. Ich sehe da so ein Rohr. Du Rohrspatz, du. Oh, den aber wow, ich bin überrascht. Also die Let's Playerin, bei der ich das gesehen habe, die hat länger gebraucht. Ich dachte, ich würde auch so failen, aber... Naja, du bist ja keine Let's Playerin. Stimmt. Nein, das war fies. Also, du bist ja nicht irgendeine Let's Playerin, du bist die Let's Playerin. Die Let's Playerin schlechthin. Ja, also wenn du an Let's Playerin denkst, dann erstmal Joke jetzt. Wo muss ich lang? Weiß ich nicht, aber du stöhnst schon mal recht schön. Ah.
Machst du gut. Hört sich an wie ein Hustenanfall. Klingt ungesund. Und runter mit dir. Ich hoffe mal, man hat jetzt hier einen Save Point, weil hier... Ach komm, jetzt lass, nerv nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Nicht du. Ich weiß. Halt, X. Und jetzt Y. Mit Treffen haben sie es aber auch nicht so. Was macht die mit dem? Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt wissen will. Ja, hier, der Meister der Shooter-Passagen heute wieder unterwegs. Kommt da noch einer? Wo bist du überhaupt lang? Das habe ich mich auch gerade gesehen. Warum liegt da Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Nein, den Rest sage ich nicht mehr. Da musst du sicher da lang oder läufst du dann nur lang, weil du dir hoffst, einen killen zu können? Weil ich hoffe, mir einen killen zu können. Ah, okay. Dann geht dir mal einen killen. Ich muss jetzt eindeutig... Oh, die Waffe sieht aber auch nice aus. Die sieht aus, als hätte sie sehr viel Munition. Sieht aus, als hätte ich sie in der Hand vor allen Dingen. Ah, ja. Ventilation Room. Ach, ich bin erstaunt. Ich glaube, also... Ja, also mit Zeitlupe kommt man eigentlich durch Shooter. Du musst irgendwie runter von den Autodecks fällen. Tja, vielleicht sollten wir mal Bulletstorm spielen. Da hättest du auch genügend Zeitlupe. Echt? Im Bulletstorm hat man Zeitlupe? Zeitlupe? Ja, glaub schon. Ich weiß nicht, hab Bulletstorm noch nicht so viel von gesehen. Ich hab's noch nie gespielt vor allen Dingen. Ja, ich auch nicht. Steht auch so auf der Liste meiner Spiele, die ich mir unbedingt irgendwann mal kaufen muss. Aber das soll ja, aber dann hol dir bitte die Uncut-Version, weil irgendwie ja, die deutsche Version... Ja, ich hol mir keine Cut-Version, ich hab keine Cut-Version, spiele ich nicht. Sleeping Dogs habe ich zum Beispiel auch die Uncut-Version. Die in Deutschland mittlerweile sogar indiziert ist. Muah. Echt? Ja. Wie heißt mittlerweile? Heißt, die war mal eine Zeit lang erhältlich? Nein, das heißt nicht, aber sie war zumindest nicht indiziert. Also boah, die ungeschnittene Version. Indiziert? Weiß ich nicht, weil sie sich anscheinend dazu entschlossen haben, dass sie doch indizieren. Weil vielleicht ziemlich viele Spiele bei sich auf dem Tisch liegen haben, die sie da indizieren müssen. Oh, das war knapp. Kommst du da hoch? Nee, ich glaube, ich muss mich hier lang hangeln. Noch so unter dem Ding durch. Na gut. Aber jetzt da hoch, oder? Jetzt? Nö. Immer noch nicht. Das ist so blöd, man sieht da irgendwie so wenig. Warte, kann man mal schnell ausschalten. Ah, ja, ein bisschen noch. Ein bisschen kletter an dem langen Ding. Versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintrifft. Ja, ja, hab ja sonst. Das kennen wir ja schon mittlerweile. Deine. Ah, ich scheißen Dreck. Entschuldigung für die gepflegte Wortwahl, aber. Ja, über einen Generator springen kannst du auch nicht mehr. Nee. Schon zu schwer. Tja. Jetzt kommen aber sie gleich und schießen dir in den Rücken und schießen dich da von da oben runter. Das glaube ich wahrscheinlich auch. Ich nicht. Ich hoffe es einfach mal, dass es nicht so ist. Aber ich finde, schneller klettern wäre schon drin gewesen. Ja, mei. Wenn du dich an irgend sowas entlanghangelst... Ja, aber ich bin auch kein Runner. Du bist auch keine Frau. Und ich habe auch nicht so einen geilen Haarschnitt wie hier. Und nicht so einen geilen Handschuhe auf einer Hand. Ups, das war zu weit. Immerhin kannst du dich mit einer Hand da festhalten, das ist schon mal nicht schlecht. Nicht laufen. Was? Was war das gerade? Das war fast dein Tod. Zum Glück nur fast. Ich will hier doch mal gerade aus. Ah, so sieht das auch gleich viel besser aus. Und da sind wir auch gleich schon drinnen, oder? Jawohl. Irgendwie sind am lustigsten die Passagen, wo man irgendwo rumrennen muss. Und schnell rennen muss. Ah, da geht's hoch. Ja, doch. Drake sagt, er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihm von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet und er hat vielleicht einen Mann auf dem Oberdeck gesehen. Warte mal, hier lang. Du hast einen Mann? Wusste ich gar nicht. Habe ich auch nicht. Nicht? Was mit mir? Ach ja, gut, natürlich. Ich habe dich total vergessen. Du bist schon so Bestandteil meines Lebens. Ja, ich gehöre zum Inventar. Du fällst nicht mehr auf. Ja, ich gehöre zum Inventar, das ist mir schon klar. So, wo ist er denn? Ah, nein. Ja, vielleicht. Ich sagte vielleicht. Siehst du, ich habe jetzt hier über null Schaden genommen. Und weißt du, bei anderen Stellen, da sterbe ich, wenn ich von weniger runterfalle. Leuchtet dann noch irgendwo irgendwas? Ja, Kopfhörer, mein Ohr tut weh. Was muss weh tun? Ich muss kurz Kopfhörer umstellen. Oh. Nein, ich will nicht. Oh, mein Ohr tut auch weh. Manu. Scheiße. Da wollte ich gerade das Ding übernehmen, aber... Du darfst gleich anfassen. Ja, danke. Ich bin gerührt. Ich bin gerührt wie ein Rührei. So, wo müssen wir denn hin?
Müssen wir darüber? Nee. Da oben ist rot. Darüber. Aber wie komme ich zum Rot hin? Ja, das hat gerade eben schon mal nicht geklappt. Okay, einen Versuch haben wir noch. Hm. Okay. Da vielleicht? Ja, heute forderst du dein Glück heraus, aber es ist natürlich richtig. Richtig gut. Ja, hallo. Bist. Ja, danke. Es ist nicht so einfach, da hochzukommen. Möglichst jetzt nicht runterfallen. Ja, und ich glaube, dies war eine Stelle, wo ich damals sehr lang gehangen habe. Tja, bist mal wieder hängen geblieben, Bach. Okay, versuchen wir es. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich kann da gar nicht hochrennen. Ihr rennt da gar nicht hoch. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Warte, müsste ich hier vielleicht erstmal schauen, nicht, dass hier auf einmal... Vielleicht kannst du auch... Versuch mal an der normalen Wand hochzurennen, da. Geradeaus. Da, genau. Versuch war es ja wert. Nee. Nee, so schon mal nicht. Doch, doch, das jetzt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und wir hatten damals 0. Warte mal, hier vielleicht? Also ich habe keine Ahnung. Absolut kein Plan. Aber ich bin, sein, ja, bin ja auch nicht am Gerät. Dass man oben rum kann, rumlaufen kann einfach. Versuch mal auf das Ding da oben zu kommen, auf diese da. Da ja, ist was glaubst du, was ich da oben will? Nein, nicht nach unten. Egal, mach du. Wir wissen jetzt beide, was gemeint war. Und jetzt darf ich mal, jetzt darf ich wieder versagen. Wenn versagen wieder... nicht, wie gesagt, wir wissen jetzt, wo es lang geht. Theoretisch wissen wir es so. Praktisch auch. Sagtest du. Musst du mal sehen, hier den Meister, wenn er wieder springt hier. Hm. Den Meister der Sprungpassagen, wie er sich elegant entlang schwingt. Mich hat gewundert, dass du nicht runtergefallen bist. Warum denn? Ich bin hab doch gesagt, ich bin der Meister der Sprungpassagen. Hast du schon wieder vergessen etwa? Hm. Wie kannst du so etwas vergessen? So etwas gar Wichtiges. Was? Du hast irgendwas Wichtiges gesagt? Nee. Doch. Ich bin der Meister der Sprungpassagen, habe ich dir mal wieder mitgeteilt. Nur der Meister tut sich gerade irgendwie auch ein bisschen schwer. Macht das hier auch nicht so ganz meisterhaft. Ah, doch, doch, jetzt macht das wieder meisterhaft. Dachte er. Bis er es dann wirklich machte. Dann war das Ganze nicht ganz so meisterhaft. Aber wir dachten zumindest dasselbe. Ja, es hat aber leider nichts geholfen. Wir haben beide falsch gedacht. Was gibt's denn noch hier Schönes? Also da müssen wir auf jeden Fall hoch. Die Wand sieht so aus, als könnte man... Nein, könnte man nicht. Also direkt kommt man da auf jeden Fall nicht hoch. Vielleicht kommt man da indirekt irgendwo hoch. Ne, da sind nur blöde Rohre, die mir den Weg versperren. Wieso komme ich denn da eigentlich nicht rüber? Da, von da will ich rüber. Wieso erlaubt mir das Spiel das nicht? Kann ich mich da irgendwie festhalten? Nein. Wieso denn nicht? Spiel, was habe ich dir getan? Gut, nochmal zurückgehen. Nochmal in der Runde planlos zurücklatschen. Weiß ja sonst nicht, was ich tun könnte. Also eigentlich müsste man ja hier irgendwie durchkommen, weil da müssen wir ja hin. Ist ja eindeutig. Das ist ärgerlich, wenn man weiß, wo man hin muss, aber nicht hinkommt. Das ist durchaus ärgerlich. So, die Tür kann ich ja schon mal nicht durch. Könntest dich mal auch hier mit beschäftigen. Das würde das Ganze eventuell erleichtern. Anstatt mich hier hängen zu lassen. Beziehungsweise laufen zu lassen. Hast du es geschafft? Nee, immer noch nicht. Ja, weil du mir nicht hilfst. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Hättest du wohl gerne. Ja, wenn du mir sagen würdest, wie wir hier weiterkommen. Dreh dich, warte mal. Nein. Dreh dich mal, geh dir mal ein bisschen nach oben. Also dreh dich nach oben. Jetzt nur mit dem rechten Stick bewegen. Oben, links, hoch. Okay. Ja, weiter. Also rüber springst du irgendwie schlecht. Das musst du zugeben. Ne, ich schaue jetzt nicht im Internet nach, das wird cheap. Oder? Können wir da... Nein, wer ist denn? Wer ist? Können wir da rein? Ne, auch nicht, oder? Ne, da kommen wir... Wir kommen von unten. Ja, ich weiß, deswegen hat mich ja gewundert. Warte mal, wenn du vielleicht irgendwie... Warte mal. Irgendwie... Darf ich mal kurz was ausprobieren? Klar, du darfst gerne runterfallen. Jetzt wechselt der Controller hier die... Männer. Die Hand. Die Männerpfote. Ey, du bist nicht runtergefallen. Das bringt nichts. Ich weiß nicht, aber irgendwie hier ist eine Wand, also muss ja für irgendwas gut sein. Zum Beispiel, dass du wieder runterfällst?
Nein, dafür doch nicht. Nee, nee. Nee, dafür ist es doch niemals. Immerhin können wir jetzt das Let's Play in die Länge ziehen. Ja, das bringt's auch. Den weil wir unsere Videos ja monetarisieren, ne? Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mach dort nicht. Ich glaube, meine allerersten Videos habe ich sogar mal monetarisiert. Was für eine Schnapsidee. Tja, Wodka. Da, ja, wenn schon so... Nein, nein, Wodka ist... nee, ist ein Destillat doch aus Kartoffeln, dachte ich. Ich mag Kartoffeln nicht so ganz. Ich mag mehr Nudeln. Ja, das stimmt. Nudeln, ja, also Nudeln jetzt nicht in dem Sinne, was ihr wieder denkt, ne, aber... Lange. Im Sinne von lange, harte, rote Rohre. Sondern mehr Nudeln im Sinne von ich hatte dicke vergessen. Ja, dicke, fette, rote Rohre. Ah, Niveau. Niveau, wo bist du? Bei Sarah Zahl im Klo. ja, das wollte ich auch sagen. Da genau. Ja. Daumen hoch, vielleicht auf die andere Seite dann mal springen. Aber warum machst denn du das immer falsch? Puh. Ich würde vorschlagen, wir beenden den Part und fehlen im nächsten Part schön weiter. Naja, bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und Servus.